Und damit herzlich willkommen, liebe Gesegnete, liebe Gläubige und natürlich auch liebe Gläubiger für alle, die noch Schulden einzufordern haben, zu Mission 63 im aggressiven Kreuzzugmarsch Gesegnetes Bündnis. Zusammen mit dem Abt mit 7000 Gold gegen Nisar und... So rum, hier, Emir und Nisar. Und das ist mal eine verhältnismäßig chillige Mission. Also, außer der Abt ist jetzt komplett kastriert hier. Also... Pause. Der Arme. So der arme Blick, bevor er zum Tierarzt reingeschickt wird, ne? Stein hat er eigentlich genug. Eisen hat er gut. Es ist sogar Stein zu Hause da. Ist ja Wahnsinn. Wir haben auch Stein. Also, es ist schon fast zu schön, um wahr zu sein. Gut, okay, der Abt hat nicht unbedingt Grünfläche. Aber das holt er ja locker mit den Steinvorkommen wieder rein. Also, ich denke mal, dem Abt wird's gut gehen. Okay, Emir natürlich im Paradies. Genauso wie der Nisar. Ach, wisst ihr was? Wir spielen einfach mal als der gute alte Glaubensbruder vom Abt. Der betende Bruder oder andersrum von mir aus. Und hauen einfach mal rein und gucken mal, wie es wird. Was haben wir eigentlich gespielt? Ja, ich glaube, das ist echt... Ich weiß, das ist wieder einer dieser Fälle, wo ich jetzt alles unterschätze wieder und dann aufs Maul bekomme. Aber ich glaube... Natürlich könnte ich heftig überrascht werden, aber ich weiß nicht. Irgendwie will sich in meinem Kopf nicht wirklich die Logik ergeben, dass diese Mission schwer ist. Also... oh mein Gott. Ganz das Abding kann ich nicht machen. Aber ich ganz gut genug machen. Ich hätte gerne hinten eine Kathedrale, bitte. Ah ja, stimmt, da hat er dieses Abge... Ja, ich mache eine andere Burg als er. Aus offensichtlichen Gründen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Okay. Okay, der Abt hat alle Farmplätze besetzt. Naja, soll das haben. Nee, nimm's ruhig. Wie mache ich das jetzt am besten? Ach, Priester, geh weg. Z-Priester Moses. Ich weiß, sie könnten die sich wieder verbacken. Höchstwahrscheinlich werden sie es einfach aus Prinzip, weil es geht. Arbeit, Euer Gnaden. Es werden Rekruten ja, benötigt sein. Nur der Herr kennt den Weg. So. Ja, okay, wir haben nur hier noch ein Steinbruch und hier noch ein Steinbruch. Wisst ihr was? Das nehmen wir mit. Ein bisschen Holz wäre auch nicht die allerschlechteste Idee, muss ich sagen. Also, ich hatte schon schlechtere. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So. Holz könnte echt so ein kleines Problem werden. Ich habe viel zu viele Ressourcen. Ihr habt nicht genügend Güter. Zu wenig Ressourcen da und er mault. Zu viele Ressourcen da und er mault. Was willst du eigentlich? Wow. Ich mache erstmal da das Ausbildungsgebäude hin. Ich möchte Spinnen rumplatzieren. Und erstmal gucken, wie ich überhaupt alles haben will. Machen wir mal im guten alten Abt-Style dann gleich eine schöne kleine Burg. Eine Nachricht vom Emir. Ich habe eure irritierende der kommt jetzt echt früh. Es ist Zeit, die Schweißfliegen zu verjagen. Schnell angreifen tut er auch. Am Falle kriege ich das mit. Meinen anfänglichen Brüdern geregelt. Hier geht mal hoch. Es werden Rekruten benötigt sein. Ach, guck mal einer an. Könnte ich da... ist gar nicht mal so leicht. Ich muss da mit der München gleich gegensteuern, sobald die ersten Briten ankommen. Wir stehen zu euch. Die schwarzen Mönche sind bereit. Erstmal nicht abschießen lassen, bitte. Ich habe gehört, das soll helfen. Und sobald sich die berittenen Bogenschützen auf meine Bogenschützen konzentrieren, können wir auf die drauf. Unsere Schatzkammer müssen eigentlich schon erste Sachen machen können mit der Religion, die wir haben. Okay, Katapult ist natürlich uncool. Das sind eine Menge Schwertis. Oh, stimmt. Der Emi hat ja auch ein paar Meuchler. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Ein paar mehr Mönche für den Start. Es werden Rekruten benötigt sein. Aber siehst du mal... Diese... Ist schon ein bisschen irritierend, die ganzen... Bogenschützen bereit. Ach, ihr seid alle hier.
gefällt es euch. Ach, der Nisar nervt jetzt auch, ja. Okay, mal runter und nicht die Bogenschützen. Okay, er macht jetzt einen der Kornspeicher kaputt, aber das ist der weniger gefüllte. Das ist in Ordnung. Okay, macht einen anderen Kornspeicher kaputt, das ist der gefülltere, das ist ein Problem. Wie der halt wirklich mit seinen dritten Bogenschützen nur am Campen ist. Das ist ein kleines bisschen belastend, muss ich sagen, aber ich vertraue einfach auf. Ja, der Abt hat ja eigentlich richtig schönes Paradies aufgebaut. Abbott's Paradise. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ich würde trotzdem jetzt einfach Getreide kaufen und schauen, dass ich ein bisschen eine Brotduktion errichte. Die seinesgleichen sucht. Okay, kommt mal raus und knüppelt mir mal die Meuchler weg. Oh, ich habe alle Mönche schon verloren. Das ist schwerst uncool. Das ist ja mega. Wie viele Meuchler kamen da? Alles klar. Ja, ist doch Neustadt geworden. Das Schwierigste tatsächlich waren, dass die Kämpfe vom Emir bei dem Steinvorkommen unten. Ich muss da ein bisschen früher reagieren, wie es scheint. Gut, ist jetzt ein Neustück. Mit dem habe ich schon fast gerechnet. Also, das mit dem Nisar, das wäre eigentlich alles kein großes Problem gewesen. Hätte der Emir nicht so heftig gecampt da unten. Das war ziemlich übel. Machen wir mal ein bisschen was raus. Kriege ich zumindest einen Getreideplatz? Nee? Okay, dann nicht. Mal trotzdem einfach mal ein bisschen was hier in der Richtung hin. Erste Bogenschützen hätte ich trotzdem gerne. Herzlichen Dank. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Wir benötigen Holz. Ah ja, stimmt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, nochmal hier, das große Teil. Wir werden überfallen. Es gibt mir auch genug Bonus, um am Anfang gleich mal was zu haben. Dann hauen wir noch ein paar Bogenschützen raus. Können wir wirklich mal ein paar mehr gebrauchen für den Start. Es werden Rekruten, mein Herr. Und dann machen wir einfach mal was. So, in die Richtung. Ein bisschen Platz nach vorne hätte ich schon gerne. Weil ich tatsächlich nicht allzu viel ansonsten habe. Also ich hätte schon wirklich gerne ein etwas größeres Stück. Und die Burg darf gerne auch ein kleines bisschen üppiger ausfallen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So. Das sieht doch schon mal eher nach was aus. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Dann ziehen wir das Ding einfach schon mal zu, würde ich sagen. Damit würde ich mich schon mal um einiges besser fühlen. Seelisch und moralisch. So, das ist doch schon mal eher ein Start. Das ganze Ding wird dann richtig schön dick gemacht. Hat er gerade eine Mangel geschossen? Eure Beliebtheit steigt. So, ich hätte gern mindestens zwei dick für einmal außenrum. Klar, mit Türen kann ich auch noch arbeiten. Ich hätte auch gern wirklich, dass mein Steinbruch halt eben auch beschützt wird hier. Alles andere, ja, ich meine, die meisten Sachen, auch für die Nahrungsversorgung, kriegen wir eigentlich ziemlich gut hier rein. Das würde ich auch Ihr machen. Könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Eine Nachricht vom Emir. Ich habe eure irritierende Anwesenheit nun schon lange genug erduldet. Es ist Zeit, die Schweißfliegen zu verjagen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Nun verkaufe ich es mir eben. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein.
Ja, der zweite Geweih hält schon mal gut was an Katapultbeschuss. Oh, die berittenen Bogenschützen, ey. Ey, jetzt kommen sie plötzlich ran, jetzt wo der Wall steht. Langsam und unsichtbar wird der Tod über euch kommen. Wir haben ein Torhaus verloren, my lord. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Ist unflüssig, wie ich Fokus von beiden KIs bin. Und wie jetzt auch tatsächlich der Nizar früher da ist. Ist auch ein bisschen uncool, muss ich sagen. Bin zur Stelle. Rekruten, mein Herr. Es werden Rekruten, eure Befehle? Bin zur Stelle. Aber jetzt kann ich wenigstens mit meinen Mönchen raus. Jetzt sind die berittenen Bogenschützen mal weg, die umgekämpft haben. Wie der jetzt schon mit Pikinieren kommt, der Abt. Alter Falter. Ich glaube, ich muss einfach nur lang genug überleben und der Abt macht alles hier. Ohne Scheiß. Ach, das sind. Ich wollte gerade sagen, warum rennen hier Mönche? Ich habe den noch gar nicht aggressiv gestellt. Das sind die vom Abt. Oha, hallo. Bitte mehr Bogenschützen hier drauf, dann hätte ich gerne einen Puffer. Aber ich glaube, die werden ja schon ganz gut auch vom Abt. Der Abt uns supportet jetzt auch viel besser. Wahnsinn. Ja, das läuft doch viel besser. Na also. Aber wie mit die, ich bräuchte jetzt wirklich mal Türme oder irgendwas in der Richtung. War nämlich echt nicht nett. Eine Nachricht von Nazir. Stinkender Odem des Nordens. Versucht nicht, eurem Schicksal zu entkommen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Okay. Ja, natürlich kommt hier wieder Beschuss aller Art. Na, der Abt hat gut Stein. Der Rest kommt auch rein. Der Abt kann ruhig gefeedet werden. Ich muss einfach nur überleben und der Abt macht die ganze Offensive. Ich bin der Stützpfeiler des Abtes. Könnt ihr mal bitte aufhören, mich zu beschießen? Emil, wir machen nicht wieder die Stadt der Mangel. Das haben wir letztes Mal schon gemacht. Die Stellung ist alt. Ihr habt nicht genügend Güter. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten, mein Herr. Sire. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. So. Ja, bitte. Ja, bitte. Bringt mal ran. Okay. Ja, das läuft, das läuft, das läuft. Hier hinten würde ich mal sagen, mache ich ganz Abt. Klassisch. Er macht ja locker eine Vierer und das ganz ohne Zinn, ne? Ein Viererwall, das ist tatsächlich die Idee. Mit dran angelehnten Türmchen verschiedener Art. Ein Viererwall, das haut hier auch mit dem Tor aus ganz gut hin. Und dann muss ich aber hintenrum noch buddeln. Und nicht nur das. Idealfall habe ich dann auch noch irgendwie... Eine Nachricht von Nazir. Gefällt es euch, wie eure Burg über euch... Vielleicht lasse ich den Burggraben auch einfach aus. Also diese neue Burg vom Abdi ist aber echt cool mit dem zweiten Segment da hinten. Das allergrößte Problem ist, ich habe einfach nicht den Platz. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Die schwarzen Mönche sind bereit. Meuchelmörder erklimmen die... Oh, ja, beide Steinbrüche. Herzlichen Dank. Ja. Bogenschützen bereit. Oh mein Gott, wenn da nicht ständig noch der Mangelbeschuss wäre. Eine Nachricht vom Emir. Meine Dattelfelder vertrocknen. Oh ne. Meine Kamele werden immer blöder. Nee. Und ihr? Hier geht mal. Auf den Mauern habe ich kaum Schutz. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Eure Befehle? Eine Nachricht von Nazir. Meine Männer sind schneller als der Wind und leichter als die Schlange. Ihr tut also recht, sie zu fürchten. Bin zur Stelle. Okay. In Bewegung. Man muss ja nur quasi ein bisschen abwarten. Dass die Briten im Bogenschützen mal jetzt hier an den Wall kommen.
weil die auf Knabberlaune sind. Einiges angenehmer, als die, die rumpatrouillieren. Trotzdem etwas eklig. Vor allem, wenn man sich schaut, was hier so alles wieder kommt, ey. Eine Nachricht von Emir. Gar nicht so anstrengend, das alles. Da hinten patrouillieren die auch in der Gegend rum. Euer Gnaden? Ja, mein Freund. Mit Gott. Das Volk huldigt euch, sein. Verkaufen wir mal ein bisschen Brot. Euer Gnaden. Ich brauche mehr Schutzschilde, aka Mönche. Oh, oh, das ist mal eine schöne passive Feuerverteidigung. Ich muss sagen, ja, gefällt. Kann man so stehen lassen. Na, ich müsste jetzt langsam mal... Ich meine, Stein wird mir die ganze Zeit verwehrt, klar, aber das war auch abzusehen. Ja, da einfach schon wieder nichts mehr übrig ist hier vorne. Vertraue weiteren auf den Abt. Der Abt kann mir doch Stein liefern. Gib mir mal Stein. 25. Dankeschön. Oh, shit. Nee. Cool. Wie schnell die jetzt schon wieder durchkamen. Okay, natürlich nerfe ich mich gewaltig, indem ich keine Armbrustschützen baue. Aber das ist... Die werden gegen die... Unser Preis gleitet uns aus den Händen. Wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln. Eure Verbündeten. Gib mir nochmal Stein. Ich brauche jetzt mal den Turmfrontal. Ansonsten sieht es sehr schlecht aus. Wir haben euch gesendet, was ihr benötigt. Der Bergfried ist komplett. Ich mach das jetzt mal so. Mein Herr? Eure Befehle? Geht das nicht, dass ihr von hier... Wegen dem Armbeschuss, ne? Bin zur Stelle! Waffen benötigt. Bin zur Stelle! Na, die Balliste wird mich jetzt nicht mal so sehr retten. Sind auf dem Weg! Wir benötigen mehr Steine. Nochmal bitte 25. Eine Nachricht vom Abt. Wir haben euch gesendet, was ihr benötigt. Nee, hast du nicht? Ich habe doch gar keine Stempel. Oder habe ich was anderes? Was ist jetzt angefragt? Verdammt, was habe ich angefragt? Egal. Wichtig ist, dass wir jetzt schon mal hier einen Schutz haben. Pech könnte vielleicht ganz nützlich sein, unter Umständen. Nee, ich habe außerdem... Wann habe ich denn diesen Turm hier gebaut? Übelst das Scam. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. So, ran mit noch mehr Bogenschützen. In Bewegung. Bogenschützen bereit. Ihr habt nicht genügend Güter. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Und dann wird das doch. Ja klar, natürlich schießt die Mange wieder auf mich drauf. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Mein Herr. Okay. Größtes Problem, wie ich finde, ist noch... Speichern. Er hat ja einen negativen Angstfaktor, ne? Könnte natürlich was bringen. Das Volk huldigt euch, Sire. Vor allem finanziell. Aber ich bräuchte eigentlich eher die Kampfkraft für die Bogenschützen. Dass die mal schneller die Sachen kaputt machen. Deswegen wäre ich mal so, das Ying zu seinem Yang. Sind schneller als der Wind. Bin das gute Gegenstück. Als die Schlange. Ihr tut also recht, sie zu fürchten. Eine Nachricht vom Emir. Ich habe eure irritierende Anwesenheit nun schon lange genug erduldet. Es ist Zeit, die Schweiz... Jetzt kommen sie wieder alle gleichzeitig. Die Ferkel. Aber diesmal hier mit Bogenschützen hätten gleich mal viel länger auf den Türmen aus. Das ist ein Riesenunterschied. Also auf Wellen... Keine gute Idee. Da tue ich mir keinen Gefallen mit Bogenschützern auf ein den Wallen. Verlust. Diesmal haben wir die improvisierte Feuerverteidigung nicht, aber wir haben einen schönen Abtangriff hier. Euer Gnaden.
Es werden Rekruten. Ich könnte auch mal einen höheren Bevölkerungspuffer brauchen. Nachricht von Ilya. Gar nicht so anstrengend, das alles. Bevölkerungskartoffelpuffer. Es werden Rekruten benötigt. Jede Menge Bogenschützen. Ja gut, die werden jetzt hier hochkommen, aber da wird trotzdem sehr viel schon immer angeschossen und ich muss jetzt einfach nur einen schönen großen Knubbel gegenschicken können. Dann wird das. Okay, großer Knubbel gegen und ab geht er. Oh shit, ich verliere schon wieder. Das gibt es doch nicht. Wie heftig ist denn dieser Meuchelmörder-Blob? Ich glaube, ich müsste mich im Notfall wirklich selbst anzünden, wenn ich schon keine... okay, dann machen wir das doch so. Dann werden wir mal ein paar... Und dann würde ich mal sagen, wenn dann wieder die Meuchelmörder hier unterwegs sind, kriegen die gleich mal eine schöne Überraschung. Ihr seid ermüdend. Ich werde euch ein für alle Mal ein Ende bereiten. Mein Bogen ist euer. Kein Ding, dann machen wir das so. Sind auf eine Nachricht von Nasir. Langsam und unsichtbar wird der Tod über euch kommen. Stimmt, hier könnte ich ja auch. Wäre ich auf jeden Fall dabei. Okay, wir haben wieder Pew-Pew-Pfeile. Yay! Ist schon, die Pfeile, die so viel mehr Damage machen. Ich frage mich, warum ich die nicht häufiger war. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Eine Nachricht von Emir. Gar nicht so anstrengend, das alles. Aktuell sind es noch nicht so viele. Ich glaube, jetzt machen wir mal. Jetzt lohnt sich das ein bisschen eher. Jetzt haben wir noch ein bisschen Abt-Unterstützung. Bogenschützen bereit. Eine Nachricht von Nasir. Bitte. Wie eure Burg über euch zusammenbricht. Jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus. Weil diesmal hat der Abt auch ein bisschen besser unterstützt. Wir haben ein Torhaus verloren, my lord. Gucken wir, ob die Renten Männchen ein bisschen. Ja, die knuppeln gerade ganz gut. Jetzt kommen halt eine Menge Schwertis noch. Da brauche ich mehrere Mönche. Mehr Mönche. Das ist unsere Kategorie. Das ist wie mit Meerschwein. Jetzt reicht's aber mal langsam, sagte Friedrich. Okay, ja. Okay. Yay. Speichern. Also schon übel, wie die KIs hier reinknippern. Ich komme mir schon fast vor wie in die Crusader Extreme, muss ich sagen. Ich könnte ja auch wirklich sagen. Aber Ab benutzt eigentlich. Er benutzt eigentlich keinen, aber ansonsten mache ich das ja fast nie. Na, jetzt habe ich das ganze Pech verkauft, ne? Mein Herr? Mit Gott, gib mir das Zeug. Hier steht's euch. Ah, Kolbis. Ja, tut mir leid, jetzt haben wir geschlossen. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock auf den Kack. Eure Befehle? Geh weg mit deinem blöden Mang. Ich schieße jetzt zurück. Nur mit zweien. Der Rest kriegt Ballisten zum Snipern. Aber ich lasse mir das nicht bieten, dass da schon wieder hier rumgemangt wird einfach. Euer Gnaden? Wie können wir helfen? Belagerungsgeräte dieses bemannt. Gerät brauchen ja. Wir mehr Baumeister. Okay, ja, ich meine, der Abt hat jetzt, ja, der hat eigentlich auch nicht so ultra viele Türme, von daher ist es eigentlich auch... Ist da jetzt echt das Wild im Weg? Das ist ja mal wild, einfach nur. Ah, der Abt und ich, wir sind nur zu zweit und nicht zu siebt. Shit! Das schaffen wir nicht. Geht einfach nicht. So, ran.
Jetzt stehen mal wieder Rehe im Weg. Alles klar. Haben wir noch ganz gute Puffer. Komm, verkaufen wir mal ein bisschen. Ja, wurde mir gleich alles wieder genommen. Aber das Frontal hält ganz gut. Das hätte ich mal früher machen sollen noch. So, jetzt haben die aber auch nicht mehr ihr Ultra-Startgold da. Nur der Abt hat noch Knete. Da will ich gucken. Nur der Abt hat noch Knete, aber das ist ja, das ist absolut normal. Speichern. Ich hätte meinen Abt nochmal. Eure Verbündeten. Eine Nachricht vom Abt. Dankeschön. Wir haben euch gesendet, was ihr benötigt. So, dann machen wir mal hier eine Balliste hin. Die snipert uns ein bisschen das gemeine Zeug weg. Bogenschützen bereit. Belagerungsgeräte bemannt. Mein Bogen ist euer. Bin zur Stelle. Es wird wenn ich dann mal... Mein Herr? Übrigens, die Mangen können mal so in die Richtung schießen. Eure Befehle? Zumindest dann immer mal wieder, so zwischenzeitlich, da wird ein bisschen Wirtschaft gestört, da wird ein kleines bisschen frontal die Burg angegriffen, auch wenn nur minimal. Ein paar Steine gehen rüber. Und es werden auch Angriffstruppen ein bisschen reduziert. Macht er bei mir auch die ganze Zeit. Und Nummer 4. Ein schöner vierdicker Wall. Da muss ich noch überlegen, wie ich das machen will mit hinten rum. Da haben wir nämlich eine ziemlich fette Oase im Weg. Und mir gerade wirklich Steine weggenatzt. Das ist schon irgendwo dreist, muss ich sagen. Okay, ja. Bier sollten wir eigentlich auch mal machen, ne? Hab ich noch gar nichts gemacht bis jetzt. Machen wir mal zwei Brauereien. Wollte ich eigentlich ziemlich früh machen, hab's zwischenzeitlich verdrängt durch den Meuchelmittelsturm. Ja, der Abt wird langsam ein bisschen interessanter, was die Angriffe angeht. Und genau bei solchen Punkten sollte ich dann auch mal den Beschuss einstellen, damit der Abt da ein bisschen effektiver schießen kann. Schießen, vor allem angreifen kann. Ja. Diese Bogenschützen, die in ihren Schießscharten sind. Bogenschützen bereit. So kann man das auch machen. Wir benötigen mehr Holz. So. Wäre das soweit auch geregelt? Ja, mein Freund. Wirklich in den Graben? So, ran mit euch. Mein Bogen ist euer. Kommt mit hier ran. Und dann halten wir hier mal ein bisschen. Steine kommen wir zum Glück noch. Da haben wir jetzt wirklich eine sehr abgespeckte Version davon. Da ist es am Lager eben von mir ist da hinten. Was soll's? Alter, hör auf. Okay, wir müssen wieder anfangen zu schießen. Aber jetzt hat die Kadenz der Angriffe abgenommen. Das bedeutet... Wenn Dinge abnehmen... Hat er seine Mutter noch nicht zur Verstärkung gerufen? Halt, Moment. Ja, ist das Startgold einfach verbraucht, das wollte ich sagen. So. Dann hätte ich gerne hier nochmal ein Türmchen. Und hier nochmal ein Türmchen. Und die beiden werden dann auch nochmal ein bisschen beballistet. Euer Gnaden.
El Ballisto. Belagerungsgeräte bemannt. Wir benötigen Gold. Oh, Gold. Eine Nachricht von Nasir. Meine Männer sind schneller als der Wind und leichter als die Schlange. Ihr tut also. So, ich sollte mal wieder mein Torhaus ein bisschen verminen. Ich hab's letztens verkauft, ich weiß, und das war eine dumme Idee. Ich müsste wieder ein bisschen Pech holen. Ich mache mir jetzt dann wirklich mal Baumeister mit Pech wahrscheinlich. Dafür bräuchte ich auch noch Eisen. Erstmal tun uns die Pech gereden, denke ich mal. So, ein paar Kohlepfannen überall. Ich bin gerade überlegen, ob ich den Abtruppen sammeln lasse, aber ich glaube, der ist so schon mit seinen Angriffskadenzen ganz gut. Das wird ja jedes Mal auch besser. Irgendwann kommt da wirklich ein Sturm. Den machen wir mal 50er Tempo hoch, das sollten wir mittlerweile machen können. Mir können wir uns zumindest ein kleines Geschoss-Battle liefern. Vielleicht mache ich ein, zwei Tribocke. Ja, mit Katapulten ist es schwierig, ohne hier hochzukommen, und da bin ich dann im Mangelbereich. Oh, das ist nice. Eisen kriege ich höchstens von da hinten ein bisschen. Das Volk huldigt euch. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen stetig. Gehen wir mal auf 8. Mit der Religion und dem könnte es eigentlich reichen, dass ich sogar halbe Rationen mache. Aber auch nur, solange ich die ausgleichende Nahrung habe. Aber das könnte sich wieder ausgleichen, wenn ich dann den positiven Angstfaktor mache. Machen wir mal genug für 120 Leute zu saufen. Wir benötigen Holz. Eine Nachricht von Emir. Dieser Krieg ist ermüdend. Ihr seid ermüdend. Ich werde euch ein für alle Mal ein Ende bereiten. Jetzt haben wir gleich wieder einen Emir. Eine Nachricht von Emir. Nein! Ihr greift meine Burg an, ihr greift mich an. Langsam fühle ich mich dazu gezwungen, etwas dagegen zu unternehmen. Ihr könnt das nicht dort platzieren. So, Schenke wird mal, die bekommt mal den besten Biergarten aller Zeiten. TM. Ey, nicht zurück, Bud. Die drei Lanzenträger haben echt ihre Allerbestes getan. Das ist langsam. Ich könnte mal ein paar Bogenschützen dazu schicken. Ja. Du kannst doch gar nicht buddeln. Tu nicht so. Die Arbeit wird mir gut tun. Labern. Oh ja, ich arbeite sehr gerne. Und dann einfach drücken. Genau so sind wir drauf. Aber ja, im Übrigen, kleiner Funfact an der Stelle, für die Leute, die es nicht wussten. Jede Einheit hat einen Buddelspruch. Egal, ob sie buddeln können oder nicht. Ich habe dazu sogar ein extra Video gemacht, hier von wegen versteckte Sprüche. Vor allem versteckte Buddelsprüche. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Wenn ich dran denke, verlinke ich es hier. Ansonsten ist jemand in den Kommentaren bestimmt so nett und erinnert mich hoffentlich dran. Dann mache ich es nachträglich. Aber ja, es gibt auf jeden Fall ein extra Video, was ich gemacht habe, wo ich mal alle Sprüche zeige, die es gibt. Weil Schwertkämpfer haben auch welche, Ritter haben welche. Jede Einheit sagt was zum Buddeln. Oh, kann ich hier hinten vielleicht mal was bauen? Wir benötigen Holz. Nope, kann ich nicht. Es sei denn, es ist mal wieder so. Es ist mal wieder genauso designt, dass... Es ist schon wirklich interessant. Also eigentlich geht man ja immer davon aus, kleinste gemeinsame Nenner, die kleinsten Farmen, die passen am ehesten rein. Aber das ist mal wieder so einer der Fälle, dass man wieder nur eine Käsefarm oder in dem Fall auch eine Apfelfarm hier, eine Obstfarm reinpasst. Aber Hauptsache so, das ist total seltsam, dass die Dinger gerne mal so designt sind. Aber ja gut, dann mache ich hier eben einen Obstgarten hin, oder? Ich meine, was soll ich ansonsten machen? Käsefarm wäre fast, wenn ich Harnische machen würde, aber tue ich ja gerade nicht. Dann habe ich eben eine Obstfarm hier. Was soll's? Oh, da kommt er, der Abt. Da kommt er. Bruder muss los. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord.
Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Und hier machen wir noch ein paar Häuser. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Wir brauchen die Bevölkerung für die Steuern. Ihr hört mal auf zu schießen, bitte. Das Volk huldigt euch, Sire. Das Volk huldigt euch, Sire. Mein Bogen ist euer. Ihr seid der fünftgrößte Herrscher. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Alle labern sie immer von Feuer einstellen. Ihr könnt das dabei hat doch gar keiner eine Ahnung, ob der überhaupt einen Job sucht. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht jetzt bei der Anzahl mache ich mal einen mehr. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Hier kommt bestimmt auch noch der eine oder andere Garten hin. Ihr Yay. Könnt das nicht dort platzieren, my lord. Das Torhaus Ihr ist gartengeschützt. Platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Das Volk glaubt, ihr seid. Ja, das Volk glaubt. Das will ich aber auch hoffen. Ich habe nicht umsonst die Abtei gebaut. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Bin zur Stelle. Es werden Darauf könnt ihr einen Ablassbrief nehmen, ey. Rücken aus. Ja gut, das war wohl wieder ein Schuss in den Ofen, was aft? Sobald der Emir beseitigt ist, könnte ich auch meine Ressourcen weiter erweitern. Aber ganz ehrlich, abt. Das obere lasse ich dir. Es ist ein Deal, dass hier die zwei Getreidefarmen und die eine Hopfenfarm, das ist eigentlich ganz nett. Die anderen würde ich mir gerne nehmen. Eure Befehle? Einfach weil die auch weil ich die gut schützen kann hier. Bin zur Stelle. Eine Nachricht vom Emir. Gar nicht so anstrengend, das alles. So. Ach stimmt, wir hatten doch Stein zu Hause da, ich erinnere mich. Hol ich mir doch mal ein bisschen Pech. Dann stell es mir zu kaufen. Wenn ich dann mal wirklich was da habe, dann könnte ich mal über die Pechschütter nachdenken. Wie gut hast du denn hier errichtet ab? Kann ich noch eine Eisenmine zusätzlich machen, rein theoretisch? Nicht wirklich, oder? Es gibt ja manchmal Instanzen, wo die KI sogar besser platzieren kann. Ich muss noch dran denken, wie gesagt, beim... da hinten könnte ich mir auch Stone Atom holen. Wahnsinn. Zu knapp, Sire. Und nochmal. Das ist echt nicht schlecht. Ja, das könnte vielleicht sogar schon reichen für das, was ich machen will. So, jetzt macht mir mal ein bisschen Platz. Wie kann ich helfen? Besser passt es wohl nicht Der hin. Der Herr ist allgegenwärtig. Gib mir meinen Stock. Getreidefarm wäre effektiver, ich weiß. Aber ich möchte trotzdem nicht mehr dran denken müssen, Hopfen nachzukaufen. Wenn die Sonne am höchsten steht. Ey! Hier stehen zu euch. Gott, vergib mir. Bin zur Stelle. Die schwarzen Mönche sind bereit. Oh, da passt noch ein. Nice. Ja, das ist doch nicht schlecht. Meuchelmörder erklingen die Mauern, Sire. Ja, eine Nachricht von Nasir. Ja, Wolska. Ja, das hat ein bisschen gesessen, würde ich sagen. Hui. Ich meine, da kommen jetzt ein paar hoch, aber auch tatsächlich absehbar viele. Es werden Rekruten benötigt sein. Ein erträglicher Verlust. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Eine Nachricht von Nasir. Stinkender Odem des Nordens. Versucht nicht, eurem Schicksal zu entkommen. Ey, ich versuche täglich zu kommen, ja? Eine Nachricht vom Emir. Gar nicht so anstrengend, das alles. Ja, Emir stimmt zu. Das ist gar nicht mal so schwer. Aber gut. Jemanden, den ständig die Hände abgeschlagen werden, den fühlt es natürlich ein bisschen schwerer aus den Zahn. So, ich muss mal wieder hier Stein holen.
Okay, wir werden aber gerade wirklich gut Bogenschützen weggebüllert die ganze Zeit. Sind auf dem Weg. Jetzt habe ich halt keinen Platz mehr für Pech, ne? Machen wir es mal dahin. Wir brauchen nicht immer so viele Bäcker hier am durchgehenden Band. Ihr seid der viertgrößte Herrscher. Nummer 4, die gönne ich mir. Es werden Rekruten benötigt sein. Weißt du was, ich lasse einfach die Mangen da weg. Die bringen jetzt eh nicht so viel. Pechkessel wird besetzt. Die bringen eh nicht so viel und würden den Update nur behindern. Ich müsste die ganze Zeit immer wieder dran denken, an- und auszuschalten und so. Bin zur Stelle. Wir benötigen Gold. Go, up, go, up, go, go, go. Ich soll mal ein bisschen. Ich schicke ein paar Bogenschützen mit. Komm einfach mal mit. Komm einfach mal mit. Mit ins Geflecht. In Bewegung. Was bewirken kann, denn irgendwie. Aber braucht der Abt echt noch ein gutes Stück mehr. Ich meine, seine Mönche werden ja die ganze Zeit zerraspelt, aber die Gepanzerten, es werden mehr. Ist es schon mal was? Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Die schwarzen Mönche sind bereit. Bogenschützen bereit. Vielleicht könnte ich ja mal ein bisschen mit Katapulten unterstützen. Wenn der Emil schon mal ein bisschen bombardiert wird, wäre das schon mal ein Start. Ihr habt nicht genügend Güter. Euer Gnaden. Heiß wie die Hölle. Was soll konstruiert werden? Ich habe mich verbrannt. Mein Bogen ist euer. Defensivhaltung war, glaube ich, automatisch schütten, ne? Ich lass mal einen automatisch schütten, ansonsten gucke ich mal. Ach du liebe Zeit, ey. Ich glaube, ich müsste einfach mal mit genug Bogenschützen vorne anklopfen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Das Ganze mal ein bisschen säubern. Mal weg mit dem Brot. Mal ran mit noch extra Getreide. Das Volk huldigt euch, Sire. Wir können. Ja, wir haben schon halbe Rationen, ne? Euch, Sire. Ganz gut, war schon. Ohne Scheiß, ich kann die Nahrungsausgabe komplett einstellen. Schauen, dass ich einfach verkaufe, das was übrig bleibt. Höher als minus 8 Steuern lohnt sich nur relativ wenig. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ja, wie gesagt, Eisen wäre noch echt schön, aber da komme ich so schwer ran, ohne jetzt mit dem Emir zu betteln. Das werde ich natürlich tun. Kein Ding. Schon alleine. Einfach weil der Abt doch noch ein bisschen lange braucht. Werde ich das jetzt mal ein bisschen mehr Priorität einräumen. Und die Musik geht einfach wieder. Ein erträglicher Verlust. So, beim nächsten Angriff vom Abt werde ich mal mit stark mit Bogenschützen und mit. Es werden Rekruten benötigt. Ja, mit Menschen unterstützen brauche ich gar nichts versuchen, aber mit Katapulten schicke ich noch ein paar dazu. Selbst gepanzerte zu machen wäre eine gute Idee. Ah, Emir greift an. Wenn ich den Angriff soweit abgewehrt bekomme. Rücken aus! Alter Falter, die berittenen Bogenschützen, ey. Bin zur Stelle. Wir geben unser Bestes. Ein erträglicher Verlust. Jetzt die ganzen Pechdudes mit hochgeschickt. Geht mal alle mit hier. Oh, was? Ich wollte es gerade reparieren. Mein Bogen ist euer, mein Herr.
zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Eine Nachricht von Nasir. Wenn die Sonne am höchsten steht, werdet ihr die Hitze meines Atems spüren. Okay, der greift jetzt auch an, ja. Will ich mal ein bisschen aufpassen. Eine Nachricht von ihm. Gar nicht so anstrengend, das alles. Obwohl es aktuell noch nicht so viele Mönche sind, die jetzt auch noch lustigerweise. Ah, halt. Also, okay, jetzt haben alle geschüttet. Ich wollte eigentlich, dass die nacheinander. Okay, es ist in Ordnung, ist in Ordnung. Da bin ich eigentlich zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich sagen. Diesen Turm schon fast schon wieder erwischt hat, ey. So, Abt, wie schaut's denn bei dir aus? Wann greifst du mal wieder an? Ich frag für einen Freund. Also genug Geld hat er. Truppen hat er eigentlich auch richtig gut. Ich bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten. Da sind nochmal einige Patrouillen unterwegs. Bin zur Stelle. Könnte ich rein theoretisch eigentlich auch noch meine Reiterform hinmachen dann. Ein erträglicher Verlust. Ihr habt nicht genügend Güter. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So, ein paar Baumeister habe ich noch da. Da würde ich aber trotzdem gerne noch ein paar mit zur Unterstützung schicken später. Mein Bogen ist euer. Ah, ich glaube, ich weiß, warum die da alle hochgelaufen sind. War das nicht? Habe ich die benutzt zum Ballisten besetzen? Ich habe gerade wieder nochmal drüber nachgedacht, warum jetzt die ganzen Pechbaumeister da hoch sind. Wird man im Replay bestimmt alles sehen. Oh, da kommt er, der Angriff. Da kommt er. Mein Herr? Oh, 100. Yes. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Unser Werkzeug ist bereit. So, ihr helft mal mit. Gebt uns eine Aufgabe. Ich will jetzt mal hergehen und hier oben auch noch ein bisschen was produzieren dann. Ist schon, das sind schon Angriffseinheiten. Konstruier. Bin zur Stelle. Waffen benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. So, ich warte kurz, bis alle Katapulte da sind. Okay, die reichen. Schießt! Oh, wie ist die alle schon? Ey, die Mangen, es ist unglaublich. Ich hatte nicht mal die Chance, mit irgendwas zu schießen. Und zack, hat sie ihn auch noch erwischt. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, ich vergesse es mit Ladungsgerät. Ich mache das alles mit Bogenschützen jetzt. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Pfeile bereit. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Die Mönche kommen mit dazu. Ja. Bogen gespannt. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Oh, jetzt geht's los hier. Ich meine, hier sind noch Pechbaumeister. Das könnte sehr unangenehm werden. Das könnte ihn noch retten. Das wird ihn noch retten. Jawohl. Kommt noch eine Nachhut. Bevor. Ja, es hat gereicht, Tatsache. Ja, nice. So. Immerhin wartet jetzt ein besseres Schwertkämpfer Pekiniere. Könnte ich jetzt machen? Eine Nachricht vom Abt. So geht das. Beobachtet und lernt, Junge. Bin dabei. Moment mal, was zeigst du mir da gerade? Hilfe!
Okay, ja gut, aber jetzt eine Eisenproduktion zu machen? Ich weiß nicht, wohin? Wir haben keinen Platz. Haut euch gleich was anderes dafür ab. Ich meine, ich könnte die Häuser außerhalb platzieren. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Mach hier die Häuser weg. Und mach hier jetzt Produktion rein. Das ist der Plan. Eure Beliebtheit sinkt. Was wollt ihr jetzt? Wir benötigen Holz. Pikiniere wäre natürlich das Beste. Aber die sind jetzt nicht so stark gegen die Meuchler. Ich glaube, Pikiniere-Schwertkämpfer ist eine gute Kombination. Dann bräuchte man die Pikiniere zum Aufbuddeln. Die Schwertkämpfer für den Rest. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitsseier. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitsseier. So. Bisschen ersetzt noch. Es werden Waffen benötigt, Seier. Und dann läuft das. Wir werden überfallen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Bin zur Stelle. Waffen benötigt, Sire. Mein Herr, so, Rücken aus. Kommen wir mit hier ran und schützt das Ganze ein bisschen. Und dann mal gucken, wie der Abt sich so schlägt, wenn es darum geht, hier Nisa auszudödeln. Ich meine, ja gut, er hat hier immer noch so sein äußeres Ding. Gar nicht mal so einfach. Bin zur Stelle. Wie lange sind wir jetzt eigentlich dabei? Knapp eine Stunde. Ja, okay, das war eigentlich etwa Abt zu sehen. Der Speicher ist voll, my lord. Alles berechnet. Das Volk hat eine hohe Meinung. Bierausschank ist tatsächlich geringer geworden. Kommen die Brauereien echt gerade nicht hinterher? Ich brauche nur zwei. Ich dachte, ich hätte mehr. So. Ich habe ja die Anzahl der Brauereien auf. Ja, das sollte reichen. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my lord. Jetzt hat der Angstfaktor sogar nachgegeben. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Na also, es wird. Wovon mache ich einfach kurz mal die Nahrungsausgabe an. Alle in der Burg wiegen nur noch so 40 oder 50 Kilo oder so. Extrem abgemagert. Ja gut, ausnahmsweise kriegt ihr mal was aus. Cool, genug Bier, ne? Ich meine, sie kämen auf die Kalorien, aber... nur flüssig ernähren ist so ein kleines Problem. Wir werden überfallen. Irgendwann fallen einem die Zähne aus mit Pech. Gibt durchaus einen Grund, warum man zumindest während man jetzt auch bei realen Diäten, die auf flüssig, so auf Suppen basieren oder auch Fastenzeiten oder sonst irgendwas. Gut, Fastenzeit hat, dass man da Kaugummi, dass da die Leute Kaugummi kauen, das hat nochmal andere Gründe. Aber es wird trotzdem empfohlen, bei jeder Arzt, die auf Flüssigkeit basiert, bei dem man nicht mehr fest ist, zumindest auf irgendeine Weise die Kaumuskulatur zu stimulieren. Weil, ja, Kaumuskulatur und auch Zähne leiden sehr drunter, wenn die nicht beansprucht werden eine Weile lang. Es ist ähnlich wie mit Astronauten, wenn die zurück auf die Erde kommen. Da merkt man auch so ein bisschen so, ja, Muskelschwund und so. Ist ein kleines bisschen doof. Wenn das nicht mehr beansprucht wird, dann denkt sich der Körper irgendwann so, ach so, du brauchst das also nicht, dann nehme ich mir das. Der Körper kann ein richtiger Arsch sein. Das gleiche wie mit Trainieren, wenn man Muskelaufbau macht oder sowas. Ein paar Wochen das schleifen lässt, dann denkt sich der Körper, ach so, du brauchst es also nicht. Gut, dann nehme ich das eben wieder weg. Also, ey! Aber beim Fett, ne. Wenn es um Fett geht, ne. Das behalte ich. Egal, was du machst, das bleibt hier. Hier bleibt alles so, wie es ist. Da wird sich nichts dran rütteln. Ich sag's euch, Körper kann richtig. Körper ist einfach nur ein Arsch. Auch in manchen Fällen. Wir sind bereit. Bin zur Stelle. Wie kann ich helfen? Der Abt kommt. Und angreifen tut er auch. Jawohl. Eure Befehle? Und los! Bin zur Stelle! Ja, ich bin halt gerade im Post-Weihnachtstrauma. Ja.
Vorwärts, Pikeniere! Da hat jeder wieder seine Kilos zu verlieren. Obwohl es schon mal schlimmer war, muss ich sagen, aber trotzdem. Ja, passt alles, alles gut. Es werden Waffen benötigt sein. Ihr seid der drittgrößte Herrscher. Der lässt sich ja gerade ziemlich gut wegsnipern von den Ballisten. Ich meine, wir können eine kleine einen kleinen Belagerungsring um Nazar ziehen. Ganz ohne Scheiß, wir können den auch wieder anzünden. Es werden Waffen benötigt, Sire. Eigentlich wäre schon Verschwendung, es nicht zu tun, ne? Es wäre schon fast ein Verbrechen. Es ist allgemein gesellschaftlich sehr verpönt, den Nazar nicht anzuzünden. Also die Meuchler da, ich glaube, das ist ein Angriff von ihm, der sich hier sammelt, ne? Ja, mal böse. Nein, Nazar, aus. Ich glaube, das ist wirklich ein Angriff. Aber der Nazar wird doch richtig aus... Ich meine, okay, da hinten hat er ein bisschen... Aber wenn ich mich da so richtig außen rum stelle mit allem Möglichen... Eine Nachricht von Nazir. Wenn die Sonne am höchsten steht, werdet ihr die Hitze meines Atems spüren. Uiuiuiuiuiui. Jetzt ist der Angriff komplett abgesagt. Wegen schlechtem Wetter. Mein Herr? Er ist abgeblasen. Einen Moment. Eine Nachricht von Nazir. Stinkender Odem des Nordens. Versucht nicht, eurem Schicksal zu entkommen. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Okay. Es werden Rekruten benötigt sein. Dann beschleunigen wir das ganze Späßchen mal. Ich warte trotzdem drauf, dass der Abt. Jetzt will ich nicht sagen, die Arbeit für mich macht, aber. Sag mal, wir gönnen ihm seinen Teil. Ist euer Herr. Ein erträglicher Verlust. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Wir sind ja quasi Rücken nur die Begleitung. Wie kommen wir über diesen Weg herüber, ne? Ist ja gemein. Aber dennoch haben wir von hier schon einen kleinen Höhenvorteil, ne? Aber die Balliste macht trotzdem Stress. Keine Frage. Wenn ich jetzt dahinter gehe. Unerreichbar. In Bewegung. Und dann dahin. Und dann dahin. Dann dahin. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Okay, ab hier schießt die Balliste. Dann bleib ich erstmal so stehen. Rücken aus. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt. Alles andere kümmere ich mich später. Ei. Es werden Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt sein. Cornelius, warum bist du wieder voll? Das ist Wahnsinn, was da im Fleisch reinkommt. Du willst endgame. Das ist schon übel, wie die Rehe immer noch alle da sind. Es werden Waffen benötigt sein. Es gibt's hier auch einen Corsair in den Vermehrungsmechanik. Ich habe da nie drauf geachtet, weil man Corsair so gut wie nie Rehe hat. Aber in Stronghold 1 gibt es ja, soweit ich weiß, auch die Mechanik, dass die Rehe sich trotzdem wieder vermehren, sofern man sie nicht komplett von der Karte tilgt. Kann sein, dass es das auch in Crusader gibt. Nur gibt es nahezu keine Rehe für gewöhnlich auf den Karten dort. Deswegen achtet man da eigentlich nicht mehr drauf. Oh, die blöde Balliste hat mir wirklich alle Bogenschützen hier weggegeben. Jetzt reicht's! Dein... Okay, du wirst nicht angezündet, aber dafür mache ich dir deine tolle Balliste weg. Nun gut, angezündet wirst du vielleicht auch noch. Wir haben ja schon durchgesprochen, was für gesellschaftliche Konsequenzen das haben kann. Ey. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Bin zur Stelle. Nix da, aufhören. Eine Nachricht von Nazir. Und wenn ihr uns eine Hand abschlagt, haben wir immer noch eine andere. Katapult bereit. Nee, hast du nicht. Nisa hat nur noch so eine Hand, ne?
konstruieren Belagerungs. Wie war das nochmal? Weil es gab so eine 300-Parodie. Ich glaube, es war meine Frau, die Spartaner nicht oder sowas. Wo sie diese Szene nachgemacht haben, wo er sein Auge verloren hat, der eine. Und gesagt hat, ja, so Gott war so gütig, mir ein zweites zu schenken. Und er hatte nur ein Auge, ne? So, so Gott war so gütig, ich habe noch ein zweites. Nee, hast du nicht. Oh, Scheiße. Tötet. So gut wie erledigt. Euer Gnaden. Es werden Rekruten. Mein Bogen ist euer. Täglicher Verlust. Okay. Dann machen wir hier noch weg. Wir ebnen den Weg für den Abt. Ich helfe mal mit. Mit meinen 20 tollen Pikinieren. Ob das Sinn macht, ne? Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage soll eigentlich lauten, ob das Sinn ergibt. Vorwärts. Buddelzeit. Ey, wir, nur da vorne noch ein bisschen. Ich glaube, das schafft er. Ja, da ist schon offen. Okay, ich schicke mal mein Zeug mit rein. Und zwar die hier. Aber ich glaube, das schafft der Abt schon. Ja, guckt euch die Karawane an. Das ist der inoffizielle erste Kreuzzug, der Bauernkreuzzug da. Guck mal, da sind noch Panzer dabei, so ist es nicht. Aber ja, Fun Fact. Der allererste wirkliche Kreuzzug, dieser Bauernkreuzzug, den es da gab, den gab es wirklich vor dem ersten richtigen Kreuzzug. Da sind tatsächlich einige so Glaubenspilger quasi rangekommen. Also mehr oder weniger einfach nur Bauern, die versucht haben, ins Heilige Land einzufallen. Und ui, das hat das echt gut abgewehrt. Long story short, das Ding ist fatal gescheitert. Also nicht nur, dass die mehr Schaden auf der eigenen Seite angerichtet haben als alles andere und auf dem Weg alles geplündert haben, einfach um sich irgendwie noch ausrüsten und ernähren zu können, weil die kein bisschen vorbereitet waren. Die sind einfach so, ja, Spaß, so, ja, wir gehen mal in die Richtung und schauen wir einfach mal. Die wurden dann auch noch vernichtend geschlagen dann im Heiligen Land. Und genau das hat dazu geführt, dass die Kreuzfahrer quasi deswegen so effektiv in ihrem im ersten Kreuzzug waren, dann im ersten richtigen, weil die einfach massiv unterschätzt wurden. Einfach nur, weil sich die ganzen Leute da dachten, da einfach so im Heiligen Land dachten sich, ach ja, da kommen die schon wieder. Was haben die bitte für eine Bedrohung letztes Mal verursacht? Und dann haben die nicht damit gerechnet, dass da wirklich ein voll ausgestattetes, voll ausgerüstetes herkommt, was voll organisiert ist, im Gegensatz zu diesem Bauernkreuzzug da. Da wurden die dann ziemlich kalt erwischt in der Hinsicht. Mein Herr? Katapult bereit, Milo. So gut wie erledigt. Das sagt man auch oftmals gern dazu, dass es der erste inoffizielle Kreuzzug war. Wenn ihr uns eine Hand abschlagt, haben wir immer noch eine andere. Ihr könnt das nicht dort platzieren, Milo. Weißt du, was du gleich nicht mehr hast? Eine nicht brennende Burg. Katapult bereit, Milo. Katapult bereit! Ich wollte es nur gesagt haben. Katapult wird bewegt! So. Nein, du machst es nicht wieder. Seht, wie die Mauern fallen. Seht. Ja, komm. Jetzt würde ich ihn gerne mal anzünden. Bevor der Abt das nächste Mal angreift, hätte ich das gerne nochmal erreicht. Ist hochgekommen. Ein brennender Nisar ist einfach nur ein Augenschmaus. Balliste. Bereit, Milo. Ist hochgekurbelt. Das stand auch auf meiner To-Do-Liste an Vorsätzen fürs neue Jahr. Da steht Nasir anzünden mit drauf. Oder Nisar anzünden. Steht sowohl Nisar als auch Nasir, um beide Schreibweisen zu berücksichtigen. Und ey! Es steht aber nicht im Regelbuch, dass du dich löschen darfst. Lösch dich! Lösch dich nicht! Bin zur Stelle. Balliste. Bereit, Milo. Ist hochgekurbelt. Ist hochgekurbelt. Was kurbelst du denn so? Balliste, bereit, Milo. Okay. Ja, jetzt soll sich's ausbreiten. Jetzt ist es eh gleich zu spät. Ich habe gerade so ein kleines bisschen Jucken in den Fingern gehabt, so ein bisschen zu eskalieren, so wie How to Basic.
wie er erstmal irgendwas Normales machen will, schlägt vollkommen fehl und dann eskaliert das einfach aufs Extremste. Also für Leute, die How to Basic nicht kennen, schaut euch ein, zwei Videos an, ihr wisst genau, welche, dann wisst ihr genau, wovon ich spreche, in welche Richtung das geht. Und genau das ging mir gerade so ein bisschen durch den Kopf, einfach im Sinne von, da sieht man bloß so einen kleinen Schnitt rüber, wie die ganze Burg, keine Ahnung, von 300 Katapulten und Feuerballisten komplett eingeebnet wird, weil er da das eine Ding da gelöscht hat. Na, das ging mir gerade ganz kurz durch den Kopf so. Ja, jetzt wird das. Abt. Ich müsste bei dieser Mission viel häufiger neu starten, als bei Missionen, die eigentlich leichter waren. Aber es liegt da wirklich daran. Ja, ihr habt es ja gesehen. Ich wollte so eine Abtei bauen hier. Alles gut. Also es ging jetzt, tatsächlich ging es mir jetzt nicht hier rum, ausnahmsweise mal wieder nicht effektiv zu sein. Sieg! Weil, sind wir mal wirklich ehrlich, wir haben nicht so häufig Missionen mit Verbündeten und ich mag Missionen mit Verbündeten. Dementsprechend nehme ich mir da wirklich die Zeit und versuche, in den seltensten Fällen bin ich da wirklich auf Effizienz gerichtet, sondern sage dann wirklich, ich genieße das ein bisschen, dass ich mal jemanden habe, mit dem ich synergieren kann, ein bisschen zusammenarbeiten kann. Dementsprechend mache ich da so ein bisschen was draus. Und jetzt sind wir bei Mission 64 an der Schneide angekommen. Was? Stimmt, es gab eine Mission, wo wir gleich viele waren. Ich zusammen mit Abt und Marschall. Okay, ich bin an der Front. Gegen Wazir, Nizar und Emir. Und ich ganz kurz reingucken. Pause. Und wir haben nix. Wir haben wirklich nichts. Meine Chancen sind um einiges besser, wenn ich meinen Lord in Sicherheit bringe. Zu Marschall und zu Abt. Aber ich versuche, ne, komm, die Challenge ist, wir müssen hier überleben. Ohne Scheiß, die werden jetzt sowieso mich fokussieren. Hier ist doch einfach nur das Ziel zu überleben, bis Abt und Marschall sich um die Gegner gekümmert haben, oder? Ohne Scheiß, das sollten die hinbekommen. Abt und Marschall ist ein ziemlich gutes Team. Wenn die noch das gleiche Ziel angreifen, dann erst recht. Aber selbst wenn nicht, ganz ehrlich, wir müssen einfach nur irgendwie überleben. Können wir einige Sachen aufbauen, wie jetzt, fortsetzen. Ja doch, ein bisschen an Eisenminen geht. Damit hätten wir schon mal ein kleines bisschen Lebensblut gesichert. Und das ist auch das Einzige, was uns bleibt. Und dann haben wir auch noch 2000 Stadtgold. Okay, das wird wirklich ein Survival-Simulator. Wir müssen auf Teufel komm raus überleben. Ich glaube, wir könnten so leicht auch nicht mal mit dem Lord abhauen. Wir müssen wirklich auf Teufel komm raus. Wir kommen da nicht hoch, oder? Das geht nur über diesen Weg da außen rum. Also wir müssen wirklich überleben, ja, und warten, bis unsere Verbündeten im Idealfall die Arbeit erledigt haben. Okay, wir können es natürlich auch selbst irgendwie schauen, dass wir pushen. Aber ich glaube wirklich, wir bleiben relativ zurückhaltend. Versuchen irgendwie zu überleben, uns klein aufzubauen, zu überleben. Die Eisenminen zu schützen. Vielleicht mache ich mich wirklich hier einfach so zu. Einfach so direkt nach unten hin. Bergfried mitten in die Verteidigung, hier Türme links und rechts. Ein bisschen grundsätzliche Wirtschaft. Und schauen, dass wir einfach, ich meine, meine sowas wie Häuser und Ausbildungslager, das kann ich ja wirklich da unten hin platzieren. Ich könnte rein theoretisch, ja gut, ja, ich könnte meinen Kornspeicher hier unten hinsetzen und die Apfelfarm und so, aber die Arbeiter müssen erstmal lebendig ankommen. Das ist gar nicht mal so leicht. Wir müssen aber irgendwie schauen, dass wir uns hier einbunkern und überleben. Und warten, bis Abt und Marschall die Arbeit machen. Das könnte echt interessant sein. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal bei An der Schneide. Bis dahin, bye bye.